Leute, wenn man mit der Frau verheiratet ist, muss man sich daran gewöhnen, dass man immer zu spät kommt. Aber unsere Reise beginnt jetzt. Es geht nach Los Angeles. Und hiermit startet unser neues YouTube-Video, und zwar unser Vlog von der Hinreise und unserem ersten Tag. Peace, Leute! Let's go back to that little place where we used to go in the summer days. We dip our feet at the water's edge and every... Wir sind jetzt hier angekommen in Amsterdam. Das ist so müde. Mir ist müde, ich bin müde. Müde. Wir sind jetzt echt schon über 24 Stunden wach. Haben halt gestern so viel noch erledigt und deswegen haben wir gesagt, machen wir die Nacht durch, damit wir dann im Flugzeug schlafen können. Aber jetzt haben wir noch zwei Stunden zu warten. Jetzt müssen wir noch mal zwei Stunden warten, bis unser nächster Flieger geht. Das ist der Tod. Gute Nacht. Los geht's, wir sind jetzt im Flieger nach Los Angeles von Amsterdam. So, heute auf unserer delikaten Speisekarte Nudeln mit, keine Ahnung, irgendwas, das Gemüse sein soll. Und Marco hat. das sieht aus, als. Kotzi. Hättest du das schon mal gegessen? Nein. Also jetzt nach fast 11 Stunden Flug, beziehungsweise ja schon keine Ahnung, wie lange wir wach sind, mit zwischendurch mal hier einfährt und einlösen, muss ich sagen, ich habe keinen Bock mehr auf mich. Ich will raus. Sorry. Dieser Moment, wenn man schon da ist. Und ich bin hier. Das war voll deprimiert, wenn man am Anfang immer guckt und dann sieht immer nur das Flugzeug hier irgendwie und dann hat noch 10 Stunden vor sich. Los Angeles Airport. Wir sind da. So Leute, wir sind jetzt am Flughafen. Jetzt geht's raus aus dem Flughafen. Koffer suchen erstmal. Genau, Koffer suchen. Und dann müssen wir ein Auto holen. Dann holen wir unser Auto. Und weil tatsächlich haben wir jetzt das Auto gebucht, als wir im Flugzeug auf dem Flieger saßen. Es hat alles last minute geklappt, aber wie gesagt, hier kennt man das ja last minute und das passt alles. Unser Hotel haben wir, unser Airbnb haben wir gestern Nacht noch gebucht. Mal schauen, wie es wird. Da hat er meinen Koffer gerettet. In letzter Sekunde meinen Koffer gerettet. So. Wie gut, dass er einen erkennbaren Koffer hat. Für die Hälfte der Sticker schon abfliegt. Jetzt brauchen wir den zweiten Disney-Koffer. Dann musst du halt jetzt Kleider tragen im Urlaub. Koffer weg. Ja, jetzt müssen wir hoffen, dass Markus Koffer auch noch ankommt. Sonst, wie gesagt, teile ich meine Klamotten gerne mit ihm. Ich teile mit dir. Aber vielleicht kommt er noch an. Mal schauen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Da hinten ist er. Der ist auch kaum zu übersehen. Da, ich will ihn aufklebern. Da kommt Markus Koffer.
Sehr gut. Let's go. So, hier haben wir unseren Mietwagen, ein Jeep. Jeep. Ich darf Jeep fahren. Jeep. Also richtig frische Karre, Leute. Batz. Und das Wetter ist noch viel nicer. Unser Körper denkt sich kein Schlaf, aber was soll. Jetzt geht's zu unserem R&B. Airbnb Hotel, Zimmer, Unterkunft. Also, let's go! Airbnb, willkommen! Schatz, was hast du wieder gefunden? Zeig mal, was du wieder gefunden hast. Mats, komm schon. Das wird unsere Behausung für die nächsten 2 Wochen. Und Jenny hat gleich wieder einen guten Freund gefunden. Hi. Voll hübsch. Hallo. Ey, dieser Ausblick ist so heftig, ne? Wow! So cool! Guck mal, was hier alles treffen kann. Letzten Meter zum Wasser. Santa Monica. Schnell. So schön hier und so schön hell, Sonne. Tschüss. So, wir sind hier am Santa Monica Pier. Es ist einfach mega krass. Wir haben schon richtig heftige Eindrücke gesammelt jetzt in den ersten 1,5 Tagen. Nicht mal 1,5 Tage. Nicht mal. Ja, und jetzt geht es noch weiter für uns. Wir gehen hier durch hier. Und entdecke noch ein wenig, was hier so when we become someone else, it's not a walk away. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and have me? Everything that's grown, even to the breeze. Yo, Leute, was geht ab? Wir, ganz zufällig, haben hier jemanden getroffen. Hallo! Carina, genau. Ja, die hat uns hier gerade zufällig am Pier angesprochen und jetzt werden wir morgen zusammen wahrscheinlich was unternehmen. Juhu! Und zu den Hollywood Signs fahren. Gehen.
laufen, spazieren, was auch immer, wie wir da hinkommen. Ist auf jeden Fall mega zufällig, weil du folgst uns ja sogar. Ja. Und dann ist ihr aufgefallen, dass wir in L.A. auch sind, während sie hier ist. Aber sie hatte uns nicht angeschrieben und so. Und dann auf einmal sind wir zur gleichen Zeit am gleichen Ort und sie hat uns angesprochen. Mega cool und wir freuen uns schon. Bei uns im Hintergrund seht ihr noch Santa Monica Pier da hinten. Und wir gehen jetzt zu Fuß diese berühmte Straße hier entlang. Richtung Venice Beach. Und dann wird es nämlich gleich endlich was zu essen geben. Wir haben langsam wirklich Hunger. Und wir wollen zu In-N-Out Burger gehen. Da waren wir noch nicht. Wir lieben ja Five Guys. Aber In-N-Out Burger gibt es in Florida zum Beispiel nicht. Und in New York haben wir auch keinen gefunden. Von daher, heute das erste Mal. Hier neben mir einfach mal die krasse Skateboardbahn, die bekannte Skateboardbahn, die man aus so vielen Filmen kennt. Und es ist einfach mega bunt. Es lohnt sich hierher zu kommen. Wir sind mega geflasht. Kulturschock. Jetzt waren wir fast bei In-N-Out Burger. Fast kurz vorher umgedreht, weil wir gesagt haben, langsam geht die Sonne unter. Vielleicht sollten wir erst zum Auto gehen und dann zu In-N-Out fahren, damit wir halt im Dunkeln, wird es halt richtig kalt hier. Ja, und man weiß halt immer nicht, weil wir uns hier auch nicht auskennen, wie es auf den Straßen aussieht, sobald es dunkel ist. Welche Gegend und sowas. Ja, sieht jetzt auf den ersten Blick nicht schlimm aus, aber man muss es ja nicht provozieren. Und wie gesagt, wir laufen gerade nur in Top und Shirt durch die Gegend. Das würde wahrscheinlich ein wenig frisch werden, gerade in unserer dezenten Erkältung, die aber langsam besser wird. Muss man das ja nicht wieder hier ausprobieren. Aber wir haben so Hunger. Oh mein Gott. Deswegen, nach ein bisschen mehr als eineinhalb Stunden zu Fuß gehen, drehen wir um, ja, gehen die gleiche Strecke zurück, um dann kurz mit dem Auto zu In-N-Out Burger zu fahren. Let's go! Ich hab Hunger! Gelaufen und nach so einem langen Tag darf man sich auch mal einen richtig nice, hoffentlich nice Burger gönnen. Ah. Mmh. Oh, das ist jetzt so crispy.